begrüße dich zu einer neuen Folge von Kiwis Stricklust. Ja, du bist hier in einem Handarbeitspodcast gelandet, eventuell durch Zufall, weil dich Handarbeiten interessiert. Einfach nur, um mal zu gucken, was hinter dem Kiwis Stricklust steckt, sozusagen, neugierig geworden. Ja, oder du bist ein treuer Zuschauer von mir. Egal, ich freue mich über jeden, der die nächste Stunde mit mir verbringen möchte. Ja, bei mir, wie der Name es ja verraten lässt, handelt es sich um ein Handarbeitspodcast, Stricktagebuch, ja, wie man dazu auch sagen möchte. Hier geht es ums Stricken, Häkeln, Spinnen, ums Handfärben und ja, alles, was so mit dem Hobby Handarbeiten zu tun hat. Ein kleiner Ausblick. Ich habe an einigen Sachen weitergewerkelt. Etwas Neues auf der Nadel. Konnte ja natürlich wieder mal nicht so ganz meinem vorgenommenen Wochenrhythmus treu bleiben. Aber egal, Handarbeiten macht Spaß und ich mache das, wozu ich Lust und Laune habe. Und deshalb ist wieder mal was Neues auf die Nadel gewandert. Zum Ausprobieren. Ja, mach's dir bequem. Ich habe mir wieder ein Käffchen gemacht. Wir haben es jetzt 7:30 früh. Freitags habe ich ja jetzt immer Zeit für euch, weil ich ja frei habe. Und ja, für alle die neu dazu gestolpert sind, ich bin die Kirstin, werde Kiwi genannt, deshalb Kiwis Stricklust. Und ja, Ü50 zu meiner Person, wohne in Brandenburg, im Land Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze in einem kleinen Dorf. Und ab nächste Woche habe ich Urlaub, Urlaub, Urlaub. Auch ich freue mich schon so und mein Mann freut sich auch. Wir fahren eine Woche nach Tangermünde, Richtung Stendal die Ecke. Kennen wir noch nicht, waren wir noch nicht. Okay, ich war ein Stückchen weiter in Magdeburg, ja. Ja, wir haben es immer noch warm hier oben. Also unterm Dach heizt es sich halt auf. Deshalb eventuell mal ein bisschen Schwitze. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt es euch bequem gemacht, entweder auf der Terrasse im Garten mit Strickzeug oder im Pool. Ich habe keine Ahnung, wo ihr mich guckt. Ich bin jedenfalls zu jeder Schandtat bereit und verfolge dich, wo du auch willst und mich schaust. Genau, zu meiner Person hatte ich gesagt, ich habe eine kleine Handfärberei mit Strickzubehör und allem drum und dran. Da erzähle ich nachher was, denn ich habe wieder ein paar neue Nadeln bekommen. Und ja, dann habe ich vor, eine Buchvorstellung zu machen. In dem Foto habt ihr ja schon gesehen, die Projekttaschen, die ich habe und dieses Buch, was mir zur Verfügung gestellt wird, übrigens Dauerwerbesendung hier. Und wie gesagt, wenn ich was zur Verfügung gestellt bekomme, dann sage ich das natürlich. Ansonsten ist alles selber gekauft und selbst bezahlt. Und ja, meine Wolle sowieso. Ich würde sagen, wir starten. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 die ganzen Projektbeutel, die ich mit euch durchgehen möchte. Und ich fange hiermit an. Und zwar ist das ja, Flohtuch oder wie es auch immer sich schimpft, umgezogen in den Beutel, weil den anderen, wo es drinne war, brauchte ich. Ich habe hier dran wieder etwas weiter gestrickt. Ich habe auch nur noch, das ist ja mein Baumwoll-Seiden-Gemisch mit normaler Wolle auch, also im Shop drinne. Und ich habe noch, deshalb habe ich es gezeigt, nicht weil ich es euch sagen wollte, was, aber ist auch noch ungefähr 25 Gramm. Also das heißt, ich habe schon fast, also 75 verstrickt und wir sind auch schon
ein ganzes Stück. Also ich stricke das ja nach dieser freien Linustuchanleitung. Das wird ein asymmetrisches Tuch und aber nicht ganz so extrem. Also okay, die eine Seite wird länger sein als die andere Seite. Und ja, ich finde, es hat schon eine beachtliche Größe. Wenn ich es mal kurz so, also man könnte jetzt auch schon, wenn man es nicht mehr ganz so lang möchte, ich muss aufpassen, dass ich mir die Nadel nicht rausziehe. Man könnte es jetzt auch schon abändern und nimmt die 25 Gramm dann für ein anderes Projekt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich es mache und nicht noch die 25 Gramm reinstricke, weil ihr wisst ja, ich hänge. Sorry. Ich mag es ja dann immer nicht ganz so lang und tief. Und das ist das Schöne bei diesem Tuch. Übrigens, da wo der Marker war, war ich beim letzten Mal. Und das Stück ist, wie gesagt, dazugekommen. Und so sieht man es vielleicht noch besser. Ja, ist ja jetzt überall so in aller Munde diese Art Seerosenteich. Ich finde die Art zu stricken sehr schön. Ich freue mich auch, dass ich das Tuch und ich werde es bestimmt jetzt schon abketten, weil es mir im Grunde genommen lang genug ist, tief genug ist. Und dann kann ich das auch noch mit in den Urlaub nehmen. Dann, ja, im Grunde genommen hätte ich es ja jetzt abketten können, dann hätte ich gesagt, ich habe ein fertiges Objekt. Also ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Mache ich es und kette ich es schon ab oder kette ich es nicht ab? Ja, das ist die Frage aller Fragen, die wir Stricker immer haben. Aber wenn ich das jetzt, ich meine, ich habe es jetzt auf dem 80er Seil, wenn ich das jetzt noch so ein bisschen beim Abketten wird es ja locker, dann ist die Seite auch sehr lang und ihr habt ja eben gesehen, im Grunde genommen würde ich sagen, noch ist es ein WIP. Nächste Woche, eventuell sehen wir uns oder sehen uns auch nicht. Entweder ist mein Objektiv nicht sauber oder meine Brille nicht sauber. Ach, ich glaube, jetzt sehe ich euch besser. Nee, nee, nee. Wie gesagt, daran habe ich weiter gestrickt und ja, so ein bisschen, weil ich hatte. Mich hat diese Woche etwas ganz anderes gefesselt und gestrickt habe ich da nur so ein bisschen nebenbei. Und ja, würde sagen, vielleicht mache ich es doch heute noch fertig und dann kann ich es wirklich mit in den Urlaub nehmen Montag und hätte wieder eine Projekttasche frei. Jo, also. Nummer 1 stelle ich hier her. Nummer 2 war hier. Ich wurde ein wenig ausgebremst. Und zwar in der Tasche wohnt ja meine Jacke, meine Freischnauzejacke. Und ich habe sie ja auf den 6,5er Rundstricknadeln gestrickt. Auch alles kein Thema, bloß für den Ärmel war es ein bisschen. Nicht vorteilhaft gestrickt wird sie ja. Ich zeige euch das Knäuel mit Banderole, wie immer. Deshalb heißt sie ja bei mir auch Estivo-Jacke. Aus dieser Estiva von Lana Grossa. Und das ist ja, wie gesagt, ein Baumwoll-Poly-Gemisch 15 Mikrofaser, also Poly und 85 Baumwolle. Schön flauschig und ich musste mir ja auch mir so ja im Urlaub ist Friseur dran, da freue ich mich auch drauf. Ich musste mich sozusagen, ich wurde ausgebremst. Ich habe den Ärmel und ihr hört es klappert, aber nur einen. Wie gesagt, die Nadeln kamen erst am Mittwoch, kamen die Nadeln erst und ich habe mir die Sing in der 6,5
bestellt, weil ich brauchte ein Nadelspiel, weil mit diesem Magic Loop und der Wärme und mit der Wolle, das hat sich irgendwo nicht, also es war eine Qual, muss ich dazu sagen. Also man kann ja auch mal sagen, was einem nicht gefallen hat. Und jetzt komme ich mit den Ärmeln, da ich jetzt auf dem Spiel weiter stricke, komme ich viel besser voran. Und ja, ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ihr wisst ja, Socken stricke ich nicht auf dem Nadelspiel, aber ich kann's. Und wie gesagt, die Ärmel stricke ich jetzt auf den Zingennadeln, habe das sozusagen umgemodelt und habe mir das ja so ausgerechnet, wie ich den Ärmel abzunehmen habe und die Teile baumeln da drin, damit ich dann den zweiten auch gleich mache. Und ich werde das Teil mit in den Urlaub nehmen, habe ich mir vorgenommen. Ein Strickprojekt kommt mit in den Urlaub und etwas so zum Häkeln und etwas zum Spinnen. Und dann, wer weiß, welche Zeit ich habe. Irgendwo findet sich immer ein Plätzchen und dann kann man ein bisschen was machen. Also, ich bin wie gesagt mit dem Ärmel nicht fertig, aber ich nehme jetzt nicht mehr ab, sondern stricke jetzt noch ein Stückchen gerade runter. Ich habe das so anprobiert, dass es für mich passt. Also, ganz so, wie ich es ausgerechnet habe, dass es ganz schmal unten ist, wollte ich dann doch nicht. Ich nehme dann wahrscheinlich, da mache ich mir dann wieder einen Marker rein, so. Kurz bevor ich hier am Bündchen bin, da werde ich dann noch mal nicht nur zwei Maschen pro Runde abnehmen. Ich habe ja immer alle 5 Runden 2 Maschen abgenommen und das sind jetzt 10 Runden gewesen und dann nehme ich wahrscheinlich also nicht alle 5, sondern in jeder zweiten, also noch mal 2 oder 4, je nachdem, und dann mache ich ganz normal genau das, wie ich es hier unten an der Strickjacke ja gemacht habe, dieses Kraus-Rechts-Bündchen, und dann kette ich entweder elastisch ab oder normal, dann sitzt es ja auch ein bisschen. Kommt drauf an, wie es über die Hand kommt. Da muss ich dann probieren. Aber wie gesagt, ich habe es trotzdem ganz schön weiter geschafft, wenn ihr das so seht von der Jacke her. Ganz untätig war ich nicht. Also wir sind fast so, dass der Ärmel nur noch ein kleines, ungefähr so ein Stückchen und dann ist er lieber ein bisschen länger, obwohl ich denke, der wird nachher auch noch ein bisschen wachsen, aber ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich jetzt die Nadeln und die Nadeln, ja. Nadeln kann man immer gebrauchen. Und wie gesagt, dieses Nadelspiel von Knit Pro habe ich mir, wie gesagt, ganz schnell mal beim großen A bestellt. Ging auch relativ fix, weil ich mich am Wochenende, wie gesagt, echt gequält habe. Habe Montag bestellt und am Mittwoch war es dann schon da. Und ich habe geguckt, also so viel mit 6,5 Nadelspiel. Ich wollte jetzt nicht nochmal Holz, ich wollte jetzt wirklich, weil das rutschte nicht bei der Wärme und so weiter. Und deshalb habe ich mich für Metall entschieden und da war eben halt das meine Wahl. Ja, ich habe das nächste Knäuel wieder angefangen, aber auch gerade erst. Eins habe ich noch, also ich nehme mal stark an, ich komme gut damit hin. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo ein Knäuel, müsste noch irgendwo rumschwirren. Also wird ausreichend sein. Und ansonsten bestelle ich das halt nach, denn es ist ja ein ganz normales Garn, was man zu kaufen bekommt. Hoffe ich jedenfalls, denn ich habe es ja auch also gekauft, diese Estivo. So, das wäre das. Woran habe ich dann gestrickt? Muss ich. Ach, das ist das Projekt, das Strickige, was mir dazwischen gekommen ist. Und ihr kennt mich ja, ich habe gerne Tücher auf der Nadel und ich habe da mal wieder so ein bisschen rumexperimentiert und ja,
hatte beim letzten Mal, ach nee, letztes Mal nicht, aber ich hatte schon mal angefangen, aber ich habe mich jetzt umentschieden und habe mal eine andere Tuchform ausprobiert, die ich stricken wollte, weil ich mag es ja nicht, wenn die Tücher, wenn sie symmetrisch gestrickt werden, sprich die gleichen, dann sind sie mir zu tief. Aber so asymmetrisch, dann hast du ja wieder ein Teil, was länger ist als das andere. Und da habe ich gedacht, da muss es auch, ich habe ja so ein schönes Buch, wo so verschiedene, hatte ich mir mal gekauft, wo so verschiedene Tücherarten zu stricken drin sind. Das ist echt ein ganz tolles Buch. Wer sich dafür interessiert, selber mal irgendwelche Tuchformen auszuprobieren. Natürlich sind auch Tücheranleitungen drin, aber es ist, muss ich dazu sagen, ein englisches Buch. Und ja, hier sind so die klassischen mit den Tuchformen drinne, wie man wo zunimmt. Und haben wir hier auch noch irgendwo was drinne? Schöne Fotos sind drin. Ein ganz normales Tuch. Das ist ganz normal top-down. Also sprich, wir fangen an der oberen und arbeiten uns zur Spitze hin. Hier ist nochmal so dieses Tuch. Also ein paar Tuchanleitungen sind auch drin in diesem Buch. Hier ist auch ein schönes Tuch drin. Also ich will euch nur mal kurz so zeigen. Das gefällt mir auch sehr gut, das Tuch. Das ist auch ein ganz großes. Jedenfalls sind hier etliche Formen drin beschrieben, natürlich auch mit Chart und mit ausgeschrieben, die Tücher. Hier zum Beispiel, das ist auch ein sehr schönes, wie ich finde, Tuch. Und da, wie gesagt, habe ich ein bisschen nachgeguckt, weil da die Zunahmen und so weiter eben halt unterschiedlich beschrieben werden. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich schweife schon wieder ab. Ich habe mich jetzt für diese Form entschieden. Und zwar wird das ein, also die Schenkel wären gleich lang, aber dadurch, dass man unterschiedlich zunimmt, wird es in der Mitte nicht so tief. Also die Form geht eher. Ich habe es jetzt extra auf zwei Nadeln gezogen, damit ihr das seht. Eigentlich ist es so von der Form her. Also es wird so nicht ganz so tief. In der Mitte habe ich mich wieder für die Mittelnaht, die ich eigentlich bei jedem Tuch gerne stricke, entschieden und dann einfach nur alles mitgeschrieben. Also da wird es dann mal zum Winter hin eine Anleitung für geben. Kraus rechts, dann ein Noppenteil, wieder mal kraus rechts. Dann hatte ich hier so ein Lochmuster probiert. Bin ich aber noch nicht ganz so glücklich mit. Also weiß ich noch nicht, ob ich es so drinnen lasse oder ob ich es nochmal aufmache. Jetzt würde wieder kraus rechts kommen und dann noch zwei oder drei, weiß ich noch nicht, irgendein anderes Muster, vielleicht mal ein Perlmuster noch oder irgendwie, ja, meine Noppen sind mir nicht so ganz geglückt, aber vielleicht sind sie ein bisschen zu groß. Ich habe sie mit Fünfen gemacht. Und dann immer so im Abstand, das habe ich alles aufgeschrieben. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt eine Technik, die hatte ich ja dank Susanne Sommer. Und da kommen wir ja nachher noch zum Karl. Dank der Susanne Sommer, die hat ja auch in ihrem Tuch, was wir
gestrickt haben. Ja, jetzt merkt ihr, ne? Also die Form wird dann so sein, dass es hier oben so ein bisschen nicht gerade geht, sondern so. Und dadurch wird es halt nicht so tief, aber eben halt auch so, dass es ein bisschen lang ist. Viel länger, also ja, ich habe noch jede Menge von dem Garn, aber so riesig lang werde ich es vielleicht nicht machen. Vielleicht mache ich es wirklich so, dass es auch als ein Strangtuch geht. Die Noppen habe ich mir von der Anleitung von der Susanne Sommer halt die Technik jetzt gerade, dass da nicht so ein Riesen, so ein Loch entsteht. Weil wie ich finde, bei den ersten Noppen, die ich sonst so immer gestrickt habe, hat man das dann eben halt so sehr doll gesehen. Und hier, wie ich finde, sieht man, dass also die sind schon recht gut, wenn die noch gewaschen sind und dann nachher noch ein bisschen zurechtgezuppelt sind, gehen die wirklich als Noppen durch. Eventuell mache ich sie noch ein bisschen kleiner, nur mit 4 oder mit 3, weiß ich noch nicht. Es ist ja erstmal der Prototyp. Ja, und der war so dazwischen, den musste ich haben. Naja, und dann hatte ich mich ja in der letzten Woche selber wieder, wie sagt man so schön, angefixt und habe gesponnen, gesponnen, gesponnen. Und zwar mit meiner dieses Falkland Garn und meine Niddy Noddy, die ich mal von der Kirsten geschenkt bekommen habe. Die ist jetzt schon ein paar Mal. Ich ziehe das immer so ein bisschen raus und mache die dann so fest. Mit einem, muss ich wieder ein neues ein Kabelbinder machen, damit ich, wenn ich dann nachher das abnehme, hat zwar eine etwas schmalere, aber wenn ich zu fest rumbinde, kriege ich das immer so schlecht runter und dann kann ich es ein bisschen zusammenschieben und dann kriegt man den Strang, den man gewickelt hat, ganz leicht runter. Und wie gesagt, ich bin im Moment total im Spinnenfieber. Und das macht mir wirklich wahnsinnig Spaß. Und ihr hattet gefragt, warum ich oder wie ich das dann, ich meine, bei einer türkischen, bei der Kreuzspindel, da hast du ja denn diese Schildkröten, die hast du ja schon fertig. Da brauchst du nur die beiden Teile nehmen und kannst dann mit einer Spindel verzwirnen. Und bei der Art, wenn ich das hier jetzt sozusagen auf dieser Spindel habe, da wickel ich die da ja dann auf die Niddy Noddy oder wie? Ja, Niddy Noddy heißt die. Und von der Niddy Noddy aus wären es ja dann so eine Stränge. Und die muss ich jetzt nochmal zum Knäuel wickeln. Und dann mache ich mir 2, 3, 4 Knäuele. Jeder kleine Strang wird vielleicht ein Knäuel. Ich weiß es noch gar nicht. Also jedenfalls habe ich jede Menge. Ich habe jetzt auch zum Schluss wirklich eine ganze Menge auf die Spindel raufbekommen. Man wird ja immer ein bisschen besser. Ein bisschen Abfall hat man auch dabei, aber der kommt dann wieder Weihnachten in irgendwelche Figuren. Und das ist noch übrig. Ich habe noch 35 Gramm übrig von 150. Und die habe ich ja gekauft beim Frau Wölfchen. Und da freue ich mich wahnsinnig. Also das nehme ich mit in Urlaub. Die 35 Gramm schaffe ich auch noch. Und wenn ich dann die im Urlaub noch versponnen habe, also kommt die Spindel und die Niddy Noddy und so kommt mit. Außer ich mache es jetzt am Wochenende noch, aber Sonnabend sind wir unterwegs, da bin ich nicht zu Hause, da habe ich eh keine Zeit. Hier schwirren auch noch irgendwo Teile davon rum. Also das sind alles so diese kleinen Stränge, die ich dann gewickelt habe, wo ich dann nachher, wie gesagt, ein
Knäuel mache und dann werden die mit der großen, mit der werde ich sie dann verzwirnen, weil die ist ein bisschen schwerer und die ist dann fürs Verzwirnen wahrscheinlich sehr gut. Weil mit der habe ich ansonsten noch nicht gesponnen. Vielleicht probiere ich das dann auch mal aus. Ich hatte ja bis jetzt immer nur so diese kleine leichte. Ich meine, okay, hier geht auch eine ganze Menge rauf. Vielleicht, aber erstmal nehme ich sie zum Verzwirnen. Und eine neue Spindel, Handspindel habe ich mir auch schon bestellt. Muss ich mal schauen, wie die dann ist, sage ich euch dann natürlich. Also das war das Spinnprojekt. Jetzt haben wir gestrickt, jetzt haben wir gesponnen und ich rase so durch, aber wir haben ja auch schon wieder 25 Minuten. Einen kleinen Schluck nehme ich und dann habe ich in dem Beutelchen, ja, ich ist klar, ich habe was angehäkelt, weil die Häkelnadeln gekommen sind und ich muss natürlich wissen, ob ich euch die verkaufen kann oder ob ich euch die nicht verkaufen kann. Und deshalb habe ich mir, ich habe ja davon eine ganze Menge. Baumwollgarn ist das von Freya. Ups, 100% Baumwolle. Wollte ich ja mal einen Pullover von stricken, aber ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, Spüllappen kann ich immer gebrauchen. Ich sehe gerade, dass ich natürlich, aber beim Häkeln ist es ja Gott sei Dank nicht so schlimm. Aber, also mir gefällt sie. Ich häkel ja immer so. Ich habe die hier in der Hand und muss sagen, ich habe nur die 3,5er, muss ich dazu sagen, Häkelnadel erstmal bestellt, weil ich wollte es ja erstmal austesten. Erstens, wie ist sie? Und zweitens, wie kommt so Häkel Zubehör in dem Sinne bei euch auch an. Muss man ja dann immer gucken. Nicht, dass ich dann, weil wir gehen ja als Händler in dem Sinne immer in Vorkasse und ich bestelle dann für weiß ich wie viel und dann werde ich die nicht los. Also habe ich gedacht, Würste mal. Ja, das hier häkelte, brauche ich euch nicht zeigen. Das sind einfach nur Stäbchen, glaube ich. Mit einem Umschlag müsste es ein Stäbchen sein. Genau. Mit zweien sind es, also ganz normal. Das wird jetzt einfach nur ein Spüllappen aus Baumwolle. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und meine Spüllappen müssen neu gemacht werden. Und ich habe hier noch jede Menge Baumwolle. Und jetzt wollte ich gerade wechseln und wollte dann das noch mit dazu machen. Weil ich finde, so ein Spüllappen gehäkelt ist schneller, als wenn ich, und dann habe ich ja auch noch die Farbe, habe ich auch noch, hier ist auch noch ein Baumwollgarn und die wollte ich jetzt alle so ein bisschen reinmachen, weiß ich noch nicht, und dann einfach nur ein paar Spülis. Von denen habe ich ja jede Menge. Entweder ich mache mir da wirklich noch einen Pullover von, weil ich habe da, okay, jetzt habe ich keine 500 Gramm mehr. Doch, ich hatte 600 Gramm gekauft. Also ich habe noch 500 auf alle Fälle. Die reichen für mich. Nehme ich mal an, 170 Meter, 50 Gramm, also 340 auf 100. Könnte sogar für ein Sommeroberteil noch aus Baumwolle, wenn ich mir dann noch was stricke von. Weil die ist wirklich schön, also schön weich. Da ist die, das weiß ich nicht, das ist eine ganz normale auch Baumwolle. Die ist ein bisschen gröber. Also das ist kein Vergleich, aber für Spüllappen reicht's. Und das könnte sein, dass der Projektbeutel auch mitwandert. Zumindest wollte ich mal probieren, wie die Häkelnadel in der Hand liegt
Und die gibt es, glaube ich, auch in zwei unterschiedlichen Längen. Das ist die 13er und dann gibt es, glaube ich, noch eine 15er. Die ist dann ein bisschen länger, müsste ich gucken. Und die gibt es ja auch in den verschiedensten Stärken. Aber wie gesagt, ich habe die 3 mm, 3er und 3,5er oder nur die 3er. Die 3er habe ich erstmal bestellt, weil das eigentlich so mit, wenn man Figuren häkelt oder so, finde ich, ist die 3er okay, außer man macht so eine Mini-Figurchen, ist die 3er ganz gut. Ich habe sie jedenfalls erstmal zum Probieren für gut befunden und kann euch, wie gesagt, sagen, also es wird jetzt auch Häkelzubehör bei mir geben. Und damit kommen wir jetzt schon zu den Sachen, die ich neu bestellt habe. Wie gesagt, zu dem Häkelzeug komme ich gleich. Aber 100er, die 3,5er Nadeln waren ja nur mit dem 80er bei Pony. Ich habe jetzt angeschrieben und habe gefragt und sie haben es jetzt vor, dass sie auch die ganz normalen, nicht nur 60er und 80er Seile bei Rundstricknadeln bei festen im Angebot haben, sondern dass sie da jetzt wohl wahrscheinlich auch andere Nachfragen hatten und gesagt haben, ja, sie machen das, glaube ich, ein 100er Seil ist jetzt zum Ende des Jahres geplant und dann vielleicht auch nachher mal ein 120er. Aber ich habe jetzt erstmal, weil ihr ja doch mal 100er Seil braucht, gedacht, ich bestelle erstmal die Spitzen von Pony und zwar die Perfekt. Die schön Holz. Dann habe ich, wie gesagt, ein 100er Seil erstmal bestellt. 120er gibt es aber auch. Aber ich habe erstmal 100er bestellt. Und ich habe dazu auch noch die Stopper bestellt. Weil es gibt natürlich auch Häkelnadeln, die man so mit diesen Seilen verbinden kann. Dann könnte man auch, ja, müsst ihr sagen, einzelne Häkelnadeln zum Raufziehen gibt es auch. Und dann hat man so wie beim tunesischen. Die habe ich jedenfalls erstmal und die kommen jetzt noch in den Shop. Ich muss dazu sagen, ich verschicke heute das letzte Paket, was jetzt noch bestellt wurde. Und dann, da ich ja eine Woche im Urlaub bin, wird die nächste Lieferung, also der Shop bleibt offen, aber die nächste Lieferung geht dann erst am 6., 7., am 8. kommen wir wieder aus dem Urlaub. Naja, am 10. Also Sonntag kommen wir wieder. Dann gucke ich, was Montag praktisch gepackt und dann gehen Dienstag die Bestellung raus. Aber ich habe es in meinem Shop ja reingeschrieben, dass ich eine Woche Urlaub habe und dass ich dann erst verschicke eine Woche später. Entweder ihr könnt dann eben so lange warten, wenn ihr unbedingt was haben wollt und das euch sichern wollt sozusagen, oder ihr bestellt dann eben erst, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Und dann wird auch erst wieder neue Wolle einziehen, weil ich dann erst in meiner zweiten Urlaubswoche sozusagen färbe neu und genau, das wäre das. Und wie gesagt, Häkelnadeln habe ich im Moment nur die. Und dann habe ich einmal zur Probe, und ich finde, das sieht so toll aus. Das ist ein Häkelnadel-Set. Und so wie es Stricksets gibt, gibt es auch die Häkelnadeln. Und die, finde ich, sind hier wunderschöne. Kann man aufknöpfen. Da sind jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ups, welche, damit ich euch das sagen kann, das wird ja hoffentlich hier irgendwo draufstehen.
Natürlich stehen nicht alle von 2, 5 bis 5, 6 Nadeln. Bambus, ein mit Bambusgriff, also das wird, ja, es stehen alle drauf. Das ist die 2,5er Bambusnadel. Die erinnert mich total an die Häkelnadeln, die meine Oma früher hatte. Die hatte auch immer so eine mit so einem Griff. Und das ist natürlich ganz normal oben Aluminium. Ne? Genau, Aluminiumnadel und ein Bambusgriff. Ja. Die 2,5er haben wir drin in dem Set. Dann haben wir die 3,0er, die 3,5er, die 4er, die 4,5 und die 5er. Und es steht hier drauf, hier. Ja, ich und. Aber ich finde es jedenfalls total hübsch. Es ist ein schöner Stoff und ich finde von der Verarbeitung ist er auch sehr schön und irgendwo sieht er so ein bisschen auf Vintage, so oldschool-mäßig aus. So eine, ja, Leinenstoff. Ich meine, ich bin kein Stoffexperte. Und dann kann man das wieder schön einrollen. Und dann kann man das hier mit der Schleife wieder schön schließen. So. Und dann, ja, steht natürlich auch drauf die Marke Pony. Und dann hat man ein schönes Set. Und das ist, wie gesagt, habe ich auch einmal bestellt. Wer gerne häkelt und sagt, ja, ich gönne mir auch mal ein Häkelset. Wie gesagt, schöne Bambusnadeln, Bambusgriff. Und der könnte eventuell sich das mal sichern. Und ansonsten gibt es diese Nadeln auch einzeln. Wenn ihr sagt, ihr braucht nicht so viel, wie gesagt, anschreiben und ich bestelle beim nächsten Mal wieder mehr. Ich muss ja erstmal gucken. Ich habe auch wieder Nadelspiel 2,5 für die Sockenstricker jede Menge bestellt und die Rundstricknadeln in 3,5 auch wieder bestellt. Die kommen auch wieder rein in den Shop, weil die, naja, das sind halt die gängigsten, ne? Und die nehmt ihr ja gerne. So, und dann haben wir jetzt noch die Projektbeutel alle abgearbeitet, Gesponnenes gezeigt. Genau. Was ich letzte Woche vergessen habe zu zeigen und was ich aber trotzdem heute noch machen möchte, ist natürlich verfolge ich ja auch den Podcast von der Alex von Wolle und Wald, heißt sie ja jetzt. Aber ihr Label und ihr Shop auf Etsy heißt ja Wool and Forest. Und ich hatte auch das Glück und habe mir einen Strang Wolle gesichert. Okay, ich war neugierig. Ich war neugierig, weil ich habe ja aus Deutschland Wolle und sie hat ja die englische Wolle. Und ich wollte ganz einfach mal wissen, ob da ein riesiger Unterschied bei der Sockenwolle ist, weil das ist Sockenwolle 75% Merino und 25% Nylon. Ja. Und da war ich natürlich ein bisschen neugierig auf diese Wolle und die Färbung hat mir wirklich gut gefallen und ich habe sie noch bekommen. Das ist der Forest Lake. Und es werden bei mir natürlich keine Socken. Und ja, Päckchen ist, wie gesagt, sie hatte ja vor 2 Wochen, also vorige Woche Freitag hatte ich das Paket schon. Genau, da hat sie ihren Shop ja eröffnet, der ja dann innerhalb von, naja, ist meistens so, wenn man eben halt neu ist und die Leute schon darauf warten,
dann so kann ich noch mal zeigen. Bisschen länger als meine Stränge. Meine Stränge, finde ich, sind kürzer. Und jetzt so, genau. Aber also von der Färbung her wunderschön. Also Alex, da hast du wirklich was ganz Tolles gezaubert. Der gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Und der fühlt sich auch wunderschön an. Von der Haptik her. Und wie gesagt, es wären keine Socken. Und ich war zufrieden, dass ich da noch einen Strang erwischt habe, weil der Shop ja innerhalb von, glaube ich, einer Stunde ausverkauft war. Und sie färbt aber jetzt wieder nach. Ich weiß nicht, ob jetzt am Wochenende irgendwann ein neues Shop-Update kommt oder so. Könnt ihr mal raufgucken bei Etsy, Wool and Forest, oder ihr guckt YouTube den Kanal Wolle und Wald, und dann werdet ihr da auch auf dem Laufenden gehalten. Also den wollte ich euch noch mal zeigen. Der ist bei mir neu eingezogen. Und dann habe ich ich mache noch mal ganz kurz eine Pause und mache dann mit der Buchvorstellung weiter. Und wer sich dafür nicht interessiert, von dem verabschiede ich mich und wünsche eine schöne Woche. Ob ich in der nächsten Woche aufnehmen kann, weiß ich noch nicht. Handy ist natürlich bei. Ich werde auch mein kleines Mini-Stativ mitnehmen, das große natürlich nicht. Vielleicht finde ich ja Zeit und nehme im Urlaub auf. Ansonsten pausiere ich eine Woche. Aber Urlaub ist auch wichtig. Also von denen, die sich jetzt nicht mehr für das Buch interessieren, verabschiede ich mich. Und ich bin gleich zurück für diejenigen, die gerne noch sich die Buchvorstellung, ich zeige nochmal, worum es geht. Genau. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder zurück. Ich wollte nämlich noch gucken, was für ein Pullover ich anhabe. Ich merke mir das ja immer nicht. Und jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, weil Lotte bitte nicht am Stativ wackeln. Das ist der Varipo. Den hatte ich vor 2 Jahren oder ja, ich glaube vor 2 Jahren gestrickt im Urlaub in Wernigerode, genau. Und der ist von Valtrodique. Das ist eine Kaufanleitung auf Reveille. Und den trage ich wahnsinnig gerne. Und das ist hinten, ihr kennt den ja, ein bisschen länger und vorne ein bisschen kürzer. Und von der Form her super. Und das ist ein Baumwollgarn. 100% Baumwolle habe ich damals in der Hamburger Wollfabrik gekauft. Davon habe ich auch noch ein ganz schönen Rest, aber ich weiß immer nicht, wie ich das ausrechnen kann, was auf so einer Krone noch drauf ist. Und das ist immer so mein Problem. Und da weiß ich dann nicht, kann ich damit noch einen Pullover stricken? Reicht das dafür noch? Ja, das ist so mein Problem. Vielleicht hat einer ja mal einen Tipp, um mir zu sagen, wie ich das ungefähr rausbekomme, wie viel Meter auf so einer Krone dann noch drauf sind. Ja, ich sehe die Krone da nämlich und wartet mal. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Es ist wirklich noch eine ganze Menge drauf auf dieser Krone. Wenn man sich das so anguckt, da sind etliche Meter noch drauf, aber ich kann euch echt nicht sagen, wie viel da noch drauf ist. Also hier steht innen drinnen nur die 2064-204. War es die Nummer von dem Garn? Oder
Hamburger Wollfabrik 28/1 steht bei NM, also diese Fahnenstärke praktisch. FB wird die Farbnummer sein, 4000, also ist es das nicht, dann waren das wahrscheinlich wirklich 2064 Meter. Und das können 204 Gramm gewesen sein. Und dann könnte ich ja, wenn das das wirklich die Angabe ist, oder ich muss mal die Hamburger Wollfabrik anrufen und muss fragen, dann könnte ungefähr noch das gleiche drauf sein. Zurücker, ich weiß es nicht. Wenn ich das wiege, wie viel ich da noch habe, dann muss man ja die Pappe noch abziehen. Da bin ich ein bisschen überfragt. Da habe ich nicht so die Erfahrung. Vielleicht hat ja einer, der mit Kronen viel zu tun hat, wie du zum Beispiel, Eva, vielleicht hast du da ja irgendwo einen Tipp, wie ich rausbekomme, wie viele Meter da noch drauf sind. So, das dazu. Jetzt kommen wir aber zu dem Buch. Die perfekte Rundpasse. 15 zeitlose Pullover am Stück gestrickt. Von Kerry Borgert. Erschienen im Stiebner Verlag, wurde mir zur Verfügung gestellt, kostenlos als Rezensionsexemplar. Und ich mache das gerne. Ich habe mir die gestern, kamen sie, also der Postbote hat gestern das Paket aus Spanien mit den Nadeln gebracht. Und dann war noch ein kleiner Umschlag, so ein fester, und da war das Buch drin. Und ja, man freut sich immer, wenn man mal irgendwie ein Buch bekommt, und da habe ich mich gestern mit befasst. Und ich lese euch mal ganz kurz hinten vor, was draufsteht. Vervollständigen Sie Ihre handgeschrägte Garderobe mit einem Klassiker, einem Pullover mit Rundpasse. Nahtlos gestrickt bildet die Rundpasse diese 15 Modelle, bilden die Rundpassen, eben halt die Leinwand, also sprich das Grundgerüst, von einem ausgearbeiteten Jacquardmuster über luxuriöse Lespartien bis hin zum extravaganten Zopfmuster findet man die Anleitung da drin. Aber jetzt kommt's, im Technikteil lernen Sie alles darüber, wie man Rundpassenanleitungen auf die eigenen Maße anpassen. Das finde ich total toll, und ich habe mir das gestern mal so durchgelesen und habe gedacht, ja, tauchen Sie ein in die Passkonstruktion, das Maß nehmen, die Maschenanzahl und mehr, und stricken Sie ab sofort nur noch perfekte Rundpassen, sprich Oberteile, nach ihren Maßen. Also man, das ist wirklich, der erste Teil ist wirklich ein Handbuch sozusagen, wie man für sich selber eine Rundpasse berechnet, und dann kann man ja eine Rundpasse mit jedem x-beliebigen Muster selber machen. Natürlich 15 Strickmodelle sind auch drin, und eins davon, also das ist für mich ein Muss. Aber die ganzen Modelle, die drin sind, sind von wirklich Leuten und Designer. Also das sind alles Anleitungen, sind 15 Stück drin. Ich brauche jetzt nicht durchzählen. Und es fängt schon mal an, Rundpasse, die Konstruktion und die Berechnung. Natürlich, wie eine Rundpasse aufgebaut ist. Was natürlich wichtig ist, sind natürlich die Maße, wie man Maß nimmt. Das ist das Wichtigste, der wichtigste Baustein für eine selbstkonstruierte Rundpasse. Und die Körpermaße, wie gesagt, Halsumfang, Schulterbreite, Passenhöhe, geht der Brustumfang und der Armumfang ist wichtig, weil es wird ja so aufgebaut: Arme, Körper,
und oben die Rundpasse. Und da deshalb, wie gesagt, diese ganzen Maße und am besten entweder an einem wirklich passenden Stück die Maße nehmen oder man braucht eine zweite Person, die einem beim Ausmessen hilft. Das wird hier empfohlen. Und dann ist es natürlich wichtig, und das machen wir ja, also ich von meiner Seite her selten. Entweder verlasse ich mich auf die Maschenprobe, die mit der Wolle gestrickt wurde, wenn man die kauft, und rechne mir die um. Ich stricke wirklich selten Maschenproben. Aber um eine Rundpasse selber berechnen zu können, ist natürlich eine Maschenprobe wichtig. Weil, und dann auch noch 15 mal 15 Zentimeter, nicht nur diese 10, die Maschenprobe, um einen Pullover zu entwerfen, ist eine Maschenprobe unerlässlich. Arbeiten Sie diese so groß, dass Sie gut beurteilen können, wie sich das Gestrickte in Ihrem Garn anfühlt und wie es fällt. Messen Sie die Maschenprobe vor und nach dem Waschen. Macht ja auch kaum einer. Ich jedenfalls nicht. Also ich rede jetzt von mir. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht. An einer großen Maschenprobe lassen sich die Maschen und Reihen besser abmessen. Daher sollten Sie mindestens 15 mal 15 cm, was 6 mal 6 Inch entspricht, groß sein, plus zusätzlicher Randmaschen. Also könnte man auf Deutsch gesagt immer Spülis machen und die sind dann die Maschenproben. Für einen rund gestrickten Pullover muss auch die Maschenprobe rund gestrickt werden. Da die Fadenspannung beim Stricken in Reihen anders ausfällt als in Runden, messen Sie die Maschen in der Mitte der Probe ab, da die Masche am Rand ungleichmäßiger sein könnte. Gut, also Maschenprobe ist wirklich wichtig und dann gibt es hier eine Berechnung, wie richtig so mit ne? Dreisatz und Rechnen, wie man dann die Rundpasse aus der Maschenprobe ausrechnen kann. Genau die Berechnungen. Und was haben wir noch? Ach, wenn ich das alles sehe. Angloamerikanische Methode, die metrische Methode für die Rundpasse, für die Arme und für den Rumpf alles extra. Und hier ist noch mal so eine Ze die Zeichnung kann ich euch ja mal zeigen. Das sind alles so die Maße, die wichtig sind. Und da kann man dann das alles ausrechnen. Wird alles super toll erklärt und auch gezeichnet mit den Racklern-Zu- und Abnahmen in den Runden, wie man die berechnet, wird auch alles erklärt. Die Konstruktion der Rundpasse, praktisch wie man dann zum Beispiel so ein Muster, seht ihr jetzt überhaupt ein Muster? Ich weiß das nicht. Zumindest sind da genau die Maschenprobe für den Pullover Dover ist das. Der Dover, der kommt, den zeige ich euch noch. Naja, so diese Sachen. Und dann die Passform. Der Halsausschnitt ist relativ weit, aber insgesamt sollte die Passform nicht zu salopp sein. Daher hat die Designerin hier den Halsausschnitt, der weiter als ein normaler Rundhalsausschnitt ist, eine etwas niedrige Passe entworfen. Dadurch, dass die Passe dann gut 1 bis 2 Zentimeter niedriger ist, gleicht sich das mit diesem wieder aus. Und diese Jacke sieht doch wohl auch super aus. Und jeder hat so seine Sachen. Und hier ist mal ein Bild, da sind alle Modelle drauf,
die in dem Buch drin sind, diese 15, absolut unterschiedlich. Wie gesagt, Colorwork, Zopfmuster, Hebemaschenmuster, Lesmuster, alles ist da vertreten. Und an fängt es mit dem Modell Diamond von Sarah Remond. Die gibt es garantiert auch in den, wenn man da mal gucken will, ich glaube auf Revelly. Und das ist dieser Rundpassen-Pullover. Ein Colorwork-Pullover. Hier sind noch mal ein paar schöne Fotos vom Teil. Natürlich wird dieses Muster an den Ärmeln dann auch und unten sieht man am Rand auch mit aufgenommen. Da wird das dann ordentlich erklärt. Hier ist noch mal ein schönes großes Bild von dem Pullover. Der sieht wirklich wunderschön aus. Dann gibt es diesen Strike von K.M.Bendigen oder Bidigen. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Das ist so ein auch Colorwork, aber mit einem Hebemaschenmuster. Da gibt es noch ein großes Bild. Na, hier gibt es noch mal. Da seht ihr das Muster in der Rundpasse. Das ist so ein Colorwork, aber mit einem Strukturmuster halt. Der ist auch sehr hübsch. Das sind dann Hebemaschen. Dann gibt es diesen Alteda von Jen Steinges. Der ist auch wunderschön, finde ich. Also der gefällt mir auch sehr gut, der Pullover. Ich bin bloß leider Gottes nicht in der Lage, sowas zu stricken. Vielleicht in meinem späteren Leben, wenn ich mehr Zeit habe, dass ich mir das dann doch mal irgendwann erarbeite, weil hübsch sehen sie aus. Also wirklich kann man nicht anders meckern. Dann gibt es den MRG oder ja, wie man das ausspricht, von Andrea Kuhl. Kuhl oder Kohl, wie. Und das ist so mit ein bisschen Zopf, Lace, alles so drin. Der Pullover mit figurnaher Passform, raffinierten Lace-Rippenmuster. Der ist auch sehr hübsch. Hier ist nochmal ein Foto. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich euch nur das Foto zeige. So, ja, unten auch, ne? Und jetzt kommt der Pullover, den ich mir auf alle Fälle stricken werde. Und zwar ist das der Frosty Flowers von Janice Hope. Und den finde ich total toll. Und der wird auch wieder mit Dikee gestrickt. Oben ist so ein Lesmuster. Hier sieht man es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ich finde den total. Also das ist so, da ich ja jetzt beim Vernal den Encinitas stricke, bin ich ja mit diesen Mustern so Loch- und Hebemaschen und Zopf, Les, es ist ein Leszopfmuster, genau. Die untere Partie des Pullovers umspielt schön die Figur. Ist ja genau das Perfekte für unser einer. Und bringt das raffinierte Lace-Zopfmuster der Passe perfekt zur Geltung. Frauen mit kleinen Kindern finden Lace-Tücher im Alltag oft unpraktisch, aber eine Lace-Passe, die ebenso kunstvoll gearbeitet ist wie ein Lace-Tuch, ist da eine gute Alternative, steht zu dem Pullover. Und das finde ich auch ganz, muss ich sagen, toll. Ja, ansonsten wird da. Wenn man mit der Passe fertig ist, dann ist es natürlich
stupide einfach nur glatt rechts und dann aber jetzt gucke ich mal, wie ich das hinkriege, dass ich euch das zeige, ohne euch das. Also hier ist es nochmal. Erinnert mich wirklich echt an den Encinitas und da bin ich ja gerade im, finde ich ja, ich habe noch nicht weiter gestrickt, aber der ist schön. Jetzt kommt der Moses von Jennifer Wood. Jennifer Wood, glaube ich, kennt auch fast jeder. Und sie hat so einen Pullover entworfen mit so einer Rundpasse oben. Muss man, wenn man das, also wer es mag, meins wäre es wahrscheinlich nicht so. Das Muster finde ich schön, aber so in dem Pullover. Aber wer sowas tragen kann, das sind dann eher so die zierlichen Persönchen. Die dann eben halt oben diese Rundpasse und den Pullover. Hier hat sie ihn mal so ganz frech mit Hosenträgern in der Hose. Der wird auch nicht allzu lang gestrickt. Ja, da sind alles mit Charts. Dann kommt die schöne Jacke und zwar Lace Columns. Columns. Das ist diese schöne Strickjacke, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und die ist natürlich auch wunderschön. Und das Lesmuster fängt oben etwas kleiner an und wird unten dann eben halt immer größer. Das ist so die Raffinesse in diesem Lesmuster. Hier haben wir auch nochmal ein paar Fotos, wo so ein Tragefoto ist. Das ist diese, und das ist das, was sie gemeint hat. Der angeschlagen wird mit ein bisschen größer und dann wird die Rundpasse halt ein bisschen verkürzt und man nimmt sozusagen gleich mehr auf oder zu, sodass dann die Passform für die Strickjacke wieder hinhaut. Und die finde ich natürlich auch ganz toll. Aber das ist schon wieder große Kunst, für mich jedenfalls. Hier ist nochmal ein Foto von der Strickjacke. Ich glaube, das ist das gleiche, was ich schon mal gezeigt habe. Und da, wie gesagt, sieht er ja hier oben, das Lesmuster fängt klein an und wird dann immer größer und am Ende, es ist zwar das gleiche Muster, es wird halt bloß durch das Lesmuster, durch die Strickschrift größer nach unten hin. Dann haben wir ein Pullover, das ist der Twill von Holly Jeho. Es ist auch zu jedem Designer ein bisschen was geschrieben. Die hat so eine Rundpasse entworfen, die so ein bisschen Struktur und ansonsten wird der glatt rechts gestrickt. Das ist auch eine Strickjacke. Das Hebemaschenmuster der Passe erinnert an einen Webstoff. Für den Farbverlauf sind fertig erhältliche Sets mit Mini-Strängen ideal, weil man sieht es vielleicht jetzt nicht so, aber das sind unterschiedlich, drei unterschiedliche Farben, glaube ich. Hier ist nochmal so ein Foto. Und das, die Rundpasse oben, finde ich, ist auch ein hübsches Muster. Und ansonsten, wie gesagt, glatt rechts. Viel wieder mit Dikey. Also ich staune immer wieder. Die Dikey-Wolle ist wohl für Oberteile, also ich habe es ja jetzt auch erst für mich entdeckt. Ist das jetzt ein Pullover oder ist das eine Jacke? Eine Strickjacke. Eine Strickjacke. Wird in Reihen von unten, na manche werden von unten nach oben und manche von oben nach unten gestrickt. So, da haben wir unten nochmal den Abschluss. Da nimmt sie das Muster natürlich nochmal auf, was oben drin ist. Es sieht natürlich auch schön aus. Man muss ja oben nicht eine, mit diesen Minis das machen, sondern man kann das ja auch in Uni ganz und gar stricken. Also es sieht auch nicht schlecht aus. Dann haben wir den Sashiko
von Monazilla. Das ist wieder so ein Colorwork Rundpassenpullover, so ein klassischer, wie man ihn so kennt. Hier ist nochmal so, das eine Foto war ein bisschen sportlich. Der gleiche Pullover ohne so sieht natürlich dann ein bisschen elegant auch aus. Also sieht wunderschön aus, gefällt mir auch. Aber wie gesagt, mit Colorwork, ich weiß es nicht, Kinder. So, dann haben wir einen Pullover mit Blättern. Also ein Blattmuster. So, das wäre der. Das ist so ein Blattmuster. Und das Raffinierte an diesem Pullover ist, man kann ihn beidseitig tragen. Das ist sozusagen ein Wendepullover. Dann, genau, weil ich zeige euch mal hier die Pass- oder die Trageform, wenn man ihn auf rechts trägt, weil man sieht ja, das große Muster ist rechts am Ärmel und so. Und wenn man das dem Pullover auf links, irgendwo war er auf links auch, habe ich doch gesehen. Muster einmal auf links und einmal auf rechts. Oder war es nicht bei dem, was beim anderen? Ich habe mir das doch nicht eingebildet. Ich habe das doch gelesen. Naja, aber ich habe es gelesen, dass man das auch auf links tragen kann und dann sieht das Muster genau umgedreht aus und es sieht auch auf links sehr gut aus. Aber Kinder, ich kann euch da jetzt kein Bild zu zeigen. Oder war es bei dem? Eine Zopfmusterpasse ist wieder eine Jacke. Das nächste. Kauft euch das Buch und sucht und dann könnt ihr mir schreiben oder genau, also das ist eine Strickjacke mit einem Zopf und da ist der Zopf gleich als Zierde, als Blende mit verarbeitet und oben eine Zopfpasse. Hier ist nochmal ein Foto von der Jacke. Ups, ich muss das mal ein bisschen abdecken. Das ist oben dieses Zopfmuster. Dann haben wir wieder einen, der Nonpareil von Kate Gargon Opson oder so ähnlich. Also ich und meine englischen Vorlesekenntnisse, bitte verzeiht mir. Ist wieder ein klassischer Color Rundpassen Pullover. Hier sind noch mal ein paar Fotos. Und so von der Art her kennt man die Rundpassen-Pullover ja. Und dann haben wir noch einen Pullover. Und da hat mein Mann, also das ist der Dover, den ich vorhin schon mal gezeigt habe, wegen der Maschenprobe von Margaret Holzmann. Und das ist dieses Oberteil. Ups. Sieht man es? Ich glaube, jetzt könnt ihr das Muster erkennen. Das ist auch sehr raffiniert gemacht. Hier kommen noch mal ein paar Fotos. Meine Bücher müssen was aushalten. Aber hier hat man oben die Rundpasse. Jetzt könnt ihr es schön sehen mit dem Muster. In den kleineren sieht man nur, wie der Pullover so fällt.
Also der gefällt mir auch ganz gut. Und den finde ich auch hübsch. Aber ich bin ja wieder nicht. Ich kann das nicht. Aber der sieht so traumhaft schön aus. Auch mit den Farben. Mit dem Beige, Hellblau, Grau und in diesem dunklen. Der Sigri. Sigra. Ach, kann man gar nicht. Sigriör. Sigriör. Ist ein Rundpassenpullover in kastiger Form, also wieder mal so boxymäßig. Am Körper ist dieses Modell daher schön weit geschnitten. Die Ärmel liegen hingegen schmaler an. Die zarte Bordüre am Ärmel greift das Jacquard-Muster wieder auf, was auch eben halt in der Passe wiederzufinden. Und den finde ich auch toll. Also, wenn ich mir das so vorstelle, ach, sieht ja nicht gut aus. Mit dieser, naja, natürlich hat die Frau natürlich eine passende Hose dazu an. Aber irgendwo finde ich den Pullover. Und das ist so ein Zwischending zwischen Colorwork und Hebemaschen. Vielleicht ist er ja auch nur Hebemaschen, das weiß ich ja gar nicht. Und ich denke, ich kann sowas nicht. Nee, wird mit Strickschrift. Und Strickschrift bedeutet natürlich, ja, ach, Raffinesse habe ich noch gar nicht, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Muss ich wieder zuhalten. Der hat sogar Taschen. So eine kleine Tasche. Ist auch mal nicht schlecht. Hier ist nochmal ein Foto von der tollen Rundpasse. Im Gänzen. Wirklich. Super. Ach, nee, jetzt kommt das Modell, was man auf links und rechts. Ich wusste es doch. Das ist der hier. Das ist jetzt die rechte Seite. Und das ist der Wendepullover. Entschuldigt, ich nehme alles wieder zurück. Die Modern Art durch den Kontrast zwischen dem strengen geometrischen dreidimensionalen Passenmuster und dem schlicht glatt gearbeiteten Rumpf ist dieser wunderschöne Pullover interessant zu stricken. Genau, so und hier ist er noch mal auf rechts und hier ist er auf links. Da wirkt dann das Muster ganz anders. Da seht ihr ja, hier sind die linken Maschen und dann und hier ist es rechts. Ich wusste doch, dass hier irgendwo so ein Wendepullover drinne ist. Ansonsten wird da glatt gestrickt, dann kommen noch die Abkürzungen, dann wird noch einiges über Garnstärken erklärt und Maschenanschläge werden vorgestellt und auch so mit Bildern, und zwar der aufgestrickte Kordelanschlag, auch Zopfanschlag genannt oder Cable Cast-On auf Englisch, der italienische Maschenanschlag. Dann haben wir beim Abketten das Three Needle Bind Off Abketten, den I-Cord Abketten, elastisch Abketten mit zwei Maschen rechts verschränkt, zusammenstricken, Abketten mit verzögerten Überziehen, italienisch Abketten, italienisch Abnähen ist noch mit drinne erklärt. Dann werden noch die verkürzten Reihen vorgestellt, wie man die strickt, weil ja bei den Rundpassenpullovern, die sind alle hinten mit verkürzten Reihen, sodass die besser liegen oder die meisten. Gehobene Zunahme aus der Vorrunde. Und dann nochmal zusammennähen, der Maschenstich, der Matratzenstich. Und dann wird noch gezeigt, wie man einreihige Knopflöcher über drei Maschen strickt. Und dann wird noch einiges über die 15 Designer oder Designerinnen geschrieben, wo sie herkommen, wo man sie findet. Zum Beispiel gibt es ja hier eine aus Deutschland. Welche war das? Hier,
Die Moon Dräger lebt in einem Dorf in Deutschland und liebt Handarbeiten und kreativ sein. Ein Tag ohne zu stricken ist für sie undenkbar. Kann ich verstehen. Dabei spielt sie gerne mit Farbenmustern herum auf Reveille und in den sozialen Medien findet man sie als Moonemaid. Und die Moonemaid hat welchen Pullover hatte sie gemacht? Den Scallops, die 108. Aha, diese Jacke ist von der deutschen Designerin, von der Moonemaid. Ja, also für mich ist dieses Buch wirklich sehr interessant, sondern auch, wie gesagt, weil die Technik, wie eine Rundpasse berechnet werden kann. Manchmal ist es ja so, du hast irgendwo einen Pullover und dann passt dir die Passform nicht so ganz. Ist eine Möglichkeit, sowas dann selber umzurechnen, wenn man weiß. Oder wir brauchen eine Zwischengröße. Und wir haben uns eine Anleitung meinetwegen gekauft für einen schönen Rundpassen-Pullover. Aber mit unserer Maschenprobe haut das nicht so ganz hin, wenn man eine Maschenprobe macht und das rechtzeitig merkt. Ne? Und da ist das natürlich dann die Möglichkeit, selber nachzurechnen nach der Maschenprobe, die man selber hat, nach der Wolle und nach seinen Maßen, wie ich das dann brauche. Und dann kann man das ja sozusagen neu modifizieren, wie das auf Deutsch heißt. Und was auch drin ist, ist dieser Positiv East, also diese zusätzlichen 2, 3, 4, manchmal 5 Zentimeter, um ein bisschen mehr an Weite zu gelangen wie sonst. Also wenn man es ein bisschen figurumspielender mag, dann wird der Positiv East auch hier drin erklärt, wie man das dann eben dazu rechnet. Und ja, also wirklich, wer sich da rantraut und möchte gerne erstens die schönen Anleitungen, die drin sind, nachstricken oder selber mal ausprobieren, auf dem Zettel sich was ausmalen, gucken in den schönen Musterbüchern, die wir alle haben, die, wie ich ja schon vor 2 Jahren hatte, dieses Strick-Omas, Omas Strickgeheimnisse, diese ganz alten Muster, da kann man sich dann eins raussuchen und dann kann man das dann in so eine Passe mit einbauen und kann sich seinen individuellen Rundpassen-Lace-Pullover oder Hebemaschen-Pullover oder was auch immer dann eben halt zusammenstellen, berechnen, stricken. Und dann hat man ein Stück, was eben halt keiner weiter hat. Oder wie gesagt, ihr braucht irgendwo was und wollt das umrechnen, dann ist das eine gute Hilfestellung. Also für mich, der Stiebner Verlag, eine klare Kaufempfehlung. Ich werde euch das Buch unten auch wieder verlinken. Natürlich so, dass ich dann eventuell ein paar Cent als Provision bekomme, wenn ihr das Buch kauft. Das kostet dann nicht mehr oder so. Dieses Buch, muss ich ja noch dazu sagen, kostet 26,90 Euro. Aber wenn ich da 15 Anleitungen für habe und so eine schöne Rundpassen-Anleitung, da guckt mal bei Reveille, da kostet eine schon alleine so 6 bis 8 Euro. Und hier habt ihr 15 Anleitungen drin und noch ein bisschen was an Technik, wie man, wie gesagt, so eine Sachen selber, man kann sich ja auch mal ein Cape machen oder für den Winter als Rundpasse gestrickt, so wie so ein Einsteckschal, dass man oben am Hals was hat und die Jacke drüber, dass es nicht hin und her rutscht. Kann man alles mit dieser Technik dann selber machen. Also selber eine Rundpasse als Loop gemacht, auch nicht schlecht. Genau, also danke nochmal an den Stiebner Verlag, dass ich das Buch hier vorstellen durfte. Ich nehme an, bei anderen YouTubern werdet ihr das Buch jetzt auch demnächst
als Vorstellung finden, wird vielleicht anders erklärt, im Grunde genommen. Genau, also ich gucke mir die Buchvorstellung dann auch an und gucke, vielleicht hat der andere ja schon wieder irgendwas entdeckt, was ich wiederum nicht entdeckt habe. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich ab nächste Woche Urlaub. Das war's jetzt erstmal. Eventuell melde ich mich nächste Woche noch mal kurz, aber wenn nicht, dann seid nicht traurig. Dann habe ich mir eben eine Woche Auszeit genommen und bin dann eben erst wieder um den 16. Nee, 16. ist mein erster Arbeitstag. 16, 14, 15, am 3. Freitag, der 13. Ach du heiliger Strohsack. Oh, und dann hat auch noch meine Nichte in Amerika Geburtstag, die übrigens noch ein Jahr ranhängt. Die bleibt jetzt noch ein Jahr länger da. Soll sie machen, soll sie ihre Zeit in Amerika genießen. Das war, wie gesagt, von Waltraud Diek der Waripo, den ich gestrickt habe. Und ansonsten habe ich nichts weiter. Ich bin schon wieder über eine Stunde. Sorry, tut mir leid. Ich werde mich jetzt in den ganz normalen Haushaltswahnsinn begeben und ja, ein bisschen was zusammenpacken, was man mit in Urlaub nehmen kann schon und gucken, was noch vorbereitet werden muss. Aber im Großen und Ganzen fahren wir eine Woche. Und da braucht man sowieso nicht allzu viel mitschleppen. Ein bisschen was für laue Abende, also sprich ein Tuch oder was Langärmliches, eine Strickjacke zum Beispiel. Haha, ist ja leider nicht fertig geworden, weil die Nadeln nicht da waren. Und ich habe jetzt keinen Bock am Wochenende ratzfatz das zu machen. Das mache ich alles in Ruhe. Dann ist sie eben halt nicht fertig. Dann wird sie nach dem Urlaub fertig. Ist ja nicht so, dass wir keine Strickjacken haben. Und dann, ja, nehme ich ein Spinnprojekt, ein Häkelprojekt und ein Strickprojekt mit in den Urlaub. Mal sehen, was ich dran werkle. Die Nadeln, die jetzt neu gekommen sind, werde ich dann heute oder morgen noch einstellen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen, eine schöne Woche. Strickt schön fleißig und bleibt schön gesund. Und wer halt nicht gesund ist, der wird vielleicht auf diesem Wege, wünsche ich gute Besserung und baldige Genesung, also gesund werden. Ja, und dann werden wir mal sehen, was die Zeit so bringt, wie sich die Zahlen leider Gottes wieder entwickeln. Ich hoffe, es sind alle vernünftig und halten sich so ein bisschen an die Vorgaben und wir werden sehen, was uns der Herbst bringt. Aber ich bin, wie gesagt, immer noch der Meinung, Strickwochenende fällt nicht aus, sondern für Genesene und so weiter, Geimpfte wird es da diese Ausnahmeregelung, nehme ich mal an. Es werden ja keine aus. Ich finde es richtig, auf eine Art, dass die Leute, die sich impfen lassen haben, nicht nur um sich selber zu schützen, sondern ja auch um andere zu schützen, auf der Art irgendwo mit ein bisschen belohnt werden und nicht auch wieder so eingeschränkt werden wie die, die sich echt weigern. Ich weiß, es gibt Leute, die können und dürfen sich nicht impfen lassen aus gesundheitlichen Gründen. Bei denen muss es da eine Ausnahme geben, aber ansonsten die Leute, die sagen, uns wurde jetzt irgendwas implantiert, ein Chip und wir werden überwacht oder so, also für die Leute habe ich absolut kein Verständnis. Und wenn ihr jetzt auch so die Ansichten habt, dann tut's mir leid. Ich habe meine und die vertrete ich. Es ist mein Podcast. Ich kann hier sagen, was ich will. Und sowas regt mich echt auf. Ja, so. Und jetzt hätte ich beinahe meine Kaffeetasse umgeworfen, aber alles nochmal gut gegangen beim Griff nach dem schwarzen Knöpfchen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Tschüssikowski, eure Kiwi. Macht's gut.